Willkommen zu unserer zweiten Folge von dem Crossover-Format 5 Minutes of Science und Philipp, wo bist du im Fernseher? Was? Wo bist du im Fernseher? Das heißt, was ist das für eine Edition? Die Quarantäne-Edition. Quarantäne-Edition, ja. Es ist schon so normal, ne? Ja. Wir haben uns da seit 3 Wochen nicht mehr gesehen. Also nicht mehr in vivo zumindest. Ja, zumindest, ja. Konferenz für bis öfter. Genau. Philipp, heute hauen wir uns 5 Minuten auf die Uhr reden mal über Redoxreaktionen. Ja, und ja. Damit soll es auch jetzt losgehen. Ja, Redoxreaktionen. Wo fangen wir da an? Erstes Lernjahr haben wir sogar schon was. Da wird so ein bisschen beigebracht, ganz einfach, man sagt ja Oxidation, wie der Name ja schon sagt. Oxid. Die letzte Reaktion aus der Oxidation. Ist einfach eine Aufnahme von Sauerstoff. Ja, ganz genau. Und das Gegenteil davon ist dann logischerweise die Reduktion, also die Abgabe von Sauerstoff. Ja, mehr machen wir da in der 7. Klasse auch nicht, also im ersten Lernjahr. Ja, also die Kinder lernen dann auch, die kennen halt Reduktion und dann leiten die das ab von reduzieren und dann denken die, dass es heißt etwas weniger machen, aber eigentlich kommt das ja vom Redukere zurückführen. Ja. Also quasi, wenn wir jetzt mal beim Hochofenprozess sind, dann lernen die, okay, eine Reduktion ist in dem Fall die Reaktion von Eisenoxid, Abgabe des Oxids, also des Sauerstoffs, hin zum Eisen, zurückführen zum Eisen. Ja, genau. Kann man im Prinzip fürs erste Lernen dann auch so formulieren, dass es halt das Sauerstoff abgibt, aber führt im weiteren Verlauf des Unterrichts in den nächsten Stufen zu ein paar Problemen. Ja. Denn da geht es nicht mehr vor allen Dingen um Abgeben von Sauerstoff, sondern da wird es dann weitergeführt. Ja. Ohne Übertragungsreaktion. Exakt, genau, weil festgestellt wird, dass nicht nur Metalle mit Sauerstoff oxidieren können, sondern auch zum Beispiel mit Chlor. Ja, Beispiel wäre da Magnesium, kann mit Sauerstoff reagieren, das oxidiert dann zum Magnesiumoxid. Und das ist auch ein Versuch, den wir in der 7. Klasse zeigen. Dann stellt man aber auch fest, dass das Reaktionsverhalten mit Chlor oder Brom sehr ähnlich ist. Und dann haben wir festgestellt, dass das Konzept dahinter das gleiche wäre. Und dann erweitern wir diesen Oxidations- und Reduktionsbegriff halt. Genau. Vorher hat man sich nur auf Sauerstoff beschränkt und im Zuge der 8. Klasse erweitert man das dann darum, dass halt eben Elektronen übertragen werden. Ja. Bei Zugabe von Sauerstoff werden halt dem vorherigen Stoff eben Elektronen entzogen, wenn das Sauerstoff da stärker dran zieht. Ja. Und das heißt, dieser Elektronenentzug im Prinzip, diese Abgabe von Elektronen, nennt man also Oxidation. So sieht's aus. Und wie wir sagten, der Gegenzug dazu ist halt eben die Reduktion. Ja. Dementsprechend werden da halt eben dann am System Elektronen hinzugefügt. Ja, dann wird auch dann in der 8. Klasse, wir machen das erst dann, weil dann die Schüler ein Hintergrundwissen haben, was sind überhaupt Elektronen, wo sind Elektronen überhaupt, Aufbau von Atomen und dann wird auch beigebracht, dass es gekoppelte Systeme sind. Das heißt, es kann keine Oxidation und Reduktion geben. Wenn ein Metall, zum Beispiel jetzt wieder bei Magnesium, die Elektronen abgibt, muss irgendwer anders die aufnehmen. Das kann Sauerstoff sein, das kann Chlor sein, das kann Brom sein, das kann auch irgendwas ganz anderes sein. Dann auch festzustellen, wenn man den Vorgang umkehrt, dass Sauerstoff oxidieren kann. Das wäre eigentlich ein Widerspruch in der 7. Klasse. Wie soll Sauerstoff Sauerstoff aufnehmen? Oder reduzieren? Wie soll Sauerstoff Sauerstoff abgeben? Das macht keinen Sinn. Und deswegen ist das einfach an Elektronen in dem Fall dann definiert. Ja, ganz genau. Und wie gesagt, wie Stefan gerade schon meinte, werden diese beiden Prozesse der Reduktion und der Oxidation immer aneinander gekoppelt. Die sind zwingend miteinander verbunden. Ja, Redoxpaar. Genau. Wo brauchen wir das noch? Es ist sogar im Abitur, kann das sogar zu Aufgaben kommen. Ne? Dann zeige sie anhand von Oxidations- und Redoxgleichungen, also Oxidationsgleichungen und Reduktionsgleichungen, dass es sich um eine Redoxreaktion handelt. Das, also wir bringen das in der 8. Klasse bei, das hat Relevanz bis hin zum Abitur. Ja, das ist eine der vielen Sachen in der Chemie, die halt durchgehend immer wieder erweitert wird, immer wieder noch ein bisschen vertieft wird und dauerhafte Relevanz besitzt, aber auch im Alltag eine sehr relevante Sache ist. Denn beispielsweise funktionieren auch Batterien und überall im Prinzip, wo chemische Energie in elektrische Energie umgewandelt wird, das beruht halt auf Redoxreaktionen. Ja. Vielleicht können wir die knappe letzte Minute, die wir noch haben, verwenden und ein bisschen was über Oxidationszahlen sagen. Das kommt eigentlich erst so Ende 9. Klasse, wenn es mit Molekülen losgeht, in der Einführungsphase dann auf jeden Fall.
weil ich kann halt bei Magnesiumchlorid, da kann ich super schnell feststellen, was oxidiert, was reduziert, weil ich halt weiß, wie die Atome aufgebaut sind. Aber wenn ich so ein Molekül habe, wie jetzt zum Beispiel Alkohol, Ethanol, so, und dann wird in der EF, in der Einführungsphase, unterrichtet, dass der Alkohol oxidiert zum Aldehyd. Ja, dann, ja, aber welches Atom denn im Ethanol? Und um das irgendwie festmachen zu können, brauchen wir das Konzept der Oxidationszahlen. Vielleicht können wir haben jetzt nur noch fast 10 Sekunden, mal zeigen in einem Let's Draw, wie Oxidationszahlen ermittelt werden im Ethanol. Das wäre eigentlich mal ganz nett, oder? Genau, man kann nämlich an jedem Atom in einem Molekül halt eine Oxidationszahl zuweisen und daran halt dann die Redoxreaktion nachweisen. Genau. Ich würde sagen, für ein anderes Video dann Material. Das waren unsere 5 Minuten für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo auf YouTube da, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf YouTube. Stellt uns Fragen, schickt uns eine E-Mail. Wir machen das gerne für euch auch auf Zuruf. Wenn ihr ein Thema habt, was euch brennend interessiert, her damit. Genau. Immer her damit. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss.